Guten Morgen aus Berlin, die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 175.833 Fälle sind gestern registriert worden. Im Vorwochenvergleich ergibt sich ein Minus von 7%. Das ist hier nun der 16. Rückgang im Vorwochenvergleich hintereinander. 250 Corona-Tote sind im RKI gestern gemeldet worden. Damit sind wir in der laufenden Woche bei 1324 Verstorbenen. Das sind schon jetzt mehr als in der gesamten vergangenen Kalenderwoche und auch mehr als in den 4 Wochen davor. Richtig ist aber auch, die Fallsterblichkeit insgesamt sinkt weiter. Heute wird mit einem Wert von 0,84% das niedrigste Niveau seit dem 30. März 2020 erreicht. Die Corona-Inzidenz fällt weiter, aber erneut nur leicht, von 1260 auf 1253. Omikron erweist sich eben als hartnäckig. Als die Corona-Infektionswellen der Vergangenheit einmal gebrochen waren, da ging es mit den Fallzahlen rasch bergab. Zumindest phasenweise lag der 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle nach den Scheitelpunkten der zweiten, dritten und vierten Welle im Vorwochenvergleich mit 15% und mehr im Minus, siehe hier die grünen Markierungen. Von einer starken oder gar zunehmenden Abwärtsdynamik kann dagegen aktuell nicht mehr die Rede sein. Seit gut einer Woche liegt der 7-Tage-Schnitt im Vorwochenvergleich jeweils rund 8% im Minus, Tendenz eher kleiner werdend. Hintergrund ist unter anderem, dass zwar bei den Jüngeren die Zahlen weiter deutlich rückläufig sind, auch heute wieder liegt die Zahl der neuen Fälle im Alter von unter 15 Jahren im Vorwochenvergleich zweistellig, nämlich um 11% im Minus. Zugleich aber ist die Omikron-Welle in den oberen Altersklassen weiterhin ungebrochen. Die Zahl der Ü60-Fälle liegt heute 6% über Vorwochenniveau und der Anteil dieser vulnerablen Gruppe an den neuen Fällen beträgt 12,9%. Das ist der höchste Wert bisher in diesem Jahr. Als 5. Bundesland fällt nun auch Hessen unter die Inzidenzschwelle von unter 1000 einerseits. Andererseits liegen die Inzidenzen in 5 Bundesländern heute höher als gestern, nämlich in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In diesen 5 Bundesländern sowie in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Inzidenzen auch heute höher als vor einer Woche. Von einem klaren bundesweiten Abwärtstrend kann also nicht die Rede sein, zumindest inzwischen nicht mehr. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.